Der Kassensturz hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten abgeschnitten. Late Night Switzerland mit M. Joghurt pur. Und jetzt vom Kaufleuten-Zürich. Late Night Switzerland. Heutige Gast, Irina Bella. Angst und Geld hat er gekauft. Dankeschön, sitzt ruhig ab. Ja, ihr merkt, es ist ein Festpublikum. Wir haben feiern St. Patrick's Day. Ja, wir gratulieren natürlich ganz herzlich unseren irischen Freundinnen und Freunden. Michael, hast du auch noch ein bisschen gefeiert? Ein bisschen. Ja, wir haben aber auch alle Grund, jetzt nicht nur wegen St. Patrick's Day. Es sind im Moment ja auch Schweizer Festspiele am Ski-Weltcup-Final im österreichischen Saalbach. Was für ein tolles Bild. Marco Odermatt und Lara Guperami holen sich die Weltcup-Kugeln im Riesenslalom und im Gesamtweltcup. Der Loic Meillard gönnt zudem gestern auch noch das Rennen und ist jetzt Zweite im Gesamtweltcup. Und das ist wichtig, dass die jetzt alle noch gönnen, weil man weiss nie, wann der letzte Winter ist. Ja. Und weißt du, was mich am meisten freut? Ich weiß nicht, was mich mehr freut, oder? Dass die Schweizer so gut sind oder dass das grosse Finale jetzt in Österreich stattfindet. Also vor denen. Einziger Nachteil oder Wermutstropfen ist, der Preis ist rund, mega schwierig zum Stapeln. Das stimmt. So viele. Ja, die ganzen Kugeln. Ja. Oder? Also, so viele Kugeln. Ich habe nur darauf gewartet, dass der Benny Thunherr im Zielraum steht und fragt: Nehmen Sie die Kugeln oder spielen Sie um Millionen? Ja gut, die sind so gute Skifahrerinnen und Skifahrer, oder? Schade, können wir die nicht an die Fußball-WM schicken. Es würde uns vielleicht helfen. Ja, die sind jetzt aber in Österreich und wir bleiben thematisch ein bisschen dort. Die Kapo Aargau, die hat gestern den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner festgenommen und aus dem Aargau weggewiesen. Ja. Der Sellner hat seinen Unmut dann auf X, der Plattform von Elon Musk, kundgetan. Und der hat mit der Frage heute dort reagiert: Is this legal? Ja, also er stellt nur Fragen an Aargau. Ja. Einfach die Falschen, oder? Wieso, wieso fragt er nicht, gibt es irgendwo in See und im Restaurant froh sind immer noch das beste Gordon Bleu? Das wäre eine Frage aus dem Argen. Ja. Oder Elon, frag dich mal, warum haben die C-Junioren Lenzburg gestern 0-5 verloren? Voilà. Und braucht die Feuerwehr unter Siegenthal wirklich neue Schläuche? Ja. Man weiß es nicht. Das aber du, wie kommen wir jetzt von Elon Musk zu Russland? Schwierig. Gut, das ist nicht so ein weiter Weg. Ja. In diesen Stunden gehen ja Präsidentschaftswahlen zu Ende. Wobei, es sei alles korrekt abgelaufen. Ja, ja. Oder? Das sagt zumindest der Wahlbeobachter aus Nordkorea. Und die Hochrechnungen werden das stimmen, oder? Stelle ich mir aber als sehr einfachen Job vor. Oder? So Wahlhochrechnungen in Russland, das ist easy. Ja, also kannst du nicht viel falsch machen. Nein. Resultat, ja. Mehr gefaked als die Wahlen in Russland sind nur noch die Bilder von Kate Middleton. Wobei, das ist jetzt das Original. Ja, das sieht man gerade. Wir wechseln gerade auf die andere Seite von unserem Vorhang. Das US-Repräsentantenhaus will im eigenen Land TikTok verbieten, weil sie Angst haben, dass Chinesen sie über die App ausspionieren könnten. Ich persönlich fände es jetzt schade, wenn TikTok plötzlich weg wäre, jetzt, wo wir so langsam alle damit schlagen kommen. Ja, okay, aber... Das TikTok-Video von Ueli Maurer, das ist mega alt. Das stimmt. Also, mittlerweile ist es nur noch auf Telegram, oder? Ja, also in den Interviews tönt es zumindest ein bisschen so. Eben, so. Ich frage mich ja schon auch, haben die nichts gelernt aus Facebook? Ich meine, gib dem Zeug doch einfach noch mal 3 Jahre und dann kommt eine neue App. Ja. Oder? Also... Wobei, ein TikTok gibt es in den USA, wo weiterlaufen. Das eine TikTok, oder? Das ist der Herzschrittmacher von Joe Biden. Das muss weiterlaufen. Wäre wichtig, ja. Es wäre, wie gesagt, es wäre schade, oder, wenn es TikTok nicht mehr gäbe. Mir würde es fehlen, gerade so die jungen Creator, die ihre Tänze vorführen, das ist etwas Schönes. Now I have the time of my life.
Romantik. Anderer Aufreger von dieser Woche, weil die Verantwortlichen von der Schweizer Eishockey-Nazi eine Frist verstreichen lassen haben, muss jetzt unser Parlament darüber entscheiden, ob die Nazis Schweizer Wappen auf dem Trikot tragen dürfen. Wer hätte das gedacht? Der neue Angstgegner der Hockey-Nazi ist das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum. Und jetzt muss sich das Parlament darum kümmern. Und dann gibt es ja sicher eine schnelle und unkomplizierte Lösung. Ja, oder? Logisch. Ja, und 8 Jahre später kommt es dann noch vor das Volk und so. Aber easy. Aber bei dieser Gelegenheit würde ich denen wirklich raten, klären Sie mal ab, ob Sie Ihre Lizenz haben, um die Hymne singen. Ja. Nicht, dass die auch noch ablaufen. Lieber zu früh als ja. Ich persönlich bin da liberal. Ich meine, also, Jesus hat auch nie eine Bewilligung gehabt, um das Kreuz zu tragen. Also. Wobei, vielleicht ist es taktisch auch gar nicht so schlecht, wenn wir kein Wappen auf dem Trikot haben. Dann weiss der Gegner gar nicht, wer wir sind. Ja. Ja. Sie können ja ganz das rote Kreuz nehmen, oder? Außer uns merkt es sowieso niemand. Weißt du? Ja, das stimmt. Swisscom, die ist ein bisschen eskaliert die Woche. Die hat am Freitag schnell für 8 Milliarden Vodafone Italien gekauft. Wenn man die Staatsverschuldung und die marode Infrastruktur mit einrechnet, sollte man für 8 Milliarden eigentlich das ganze Land bekommen. Nein. Also, ja. Und Vodafone ist ja italienisch und heisst, wo ist mein Telefon, oder? Vodafone! Oder? Ist so. Oder? Aber was Swisscom jetzt machen könnte, weißt du, das wäre ein richtig dreckiger Move, wenn sie ein mega günstiges Abo machen, so 5 Euro im Monat, oder? Aber es heisst Pizza Hawaii. Oh. Und dann müssen die Italiener Pizza Hawaii abonnieren. Das schon mal ja. Da eskaliert der Masse. Schon mal ja. Ich glaube, dass das SRF auch so ein Finger noch im Spiel hat bei dem Ganzen, ist ja auch ein genialer Schachzug für den kommenden Eurovision Song Contest, oder? Immerhin, Island wird garantiert für uns anrufen. Aber schauen wir zum Schluss noch vor. Am nächsten Dienstag jährt sich der Untergang von der Credit Suisse. Und diese Woche hat man lesen, dass der UBS-Chef Sergio Ermotti durch die Schweiz reist, um die Menschen zu überzeugen, dass die UBS, zumindest mit ihm an der Spitze, kein Risiko mehr ist. Ja gut, aber die UBS wird jetzt allwege untergehen. Also. Gut, das haben wir jetzt genau so aufgenommen. Und das spielen wir dann beim Untergang von der UBS wieder ein. Ja, aber jetzt ist der Ermotti auf Tour, oder? Ja. Also hat er dann eine Vorband, oder? Was irgendwie so der Filialleiter von der UBS Grenchen oder so? Weißt? Wer weiß? Oder der DJ Tiam? Ja. Das könnte noch sein. Zum beliebter werden plant UBS ja jetzt auch eigene Fernsehformate da bei SRF, zum Beispiel UBS bei den Leuten, ja? UBS und davor oder meine Lieblingssendung Money mittendrin. Aber so durchs Land reisen und Sympathiepunkte sammeln, das machen die eigentlich im Sommer beim Dunstigjass, oder? Das stimmt. Ja. Voilà. Machen wir dann ab Juli wieder. Ja. Gut, im Gegensatz zu den Touren, die Pierre und Vinzenz damals gemacht haben, haben sie bei Ermotti seiner wenigstens die Hose noch an. Oder? Das ist der grosse Unterschied. Am Dienstag ist es eben ein Jahr her, dass die UBS CS übernommen hat. Und unsere Kolleginnen und Kollegen aus den News, die haben dazu einen sehr gut recherchierten Podcast produziert, heisst «Das Ende der Credit Suisse». Und dort hat es nicht nur Hard Facts drin, sondern auch ein bisschen Soft Stories wie die. Es war auch die Zeit, in der man die Heizungen, Temperaturen abgetragen hat. Man hat dann sogar die Heizung ganz abgestellt. Und das hat dazu geführt, dass die Leute wirklich in der Daunenjacke und mit Militärwolldecken am Kombi gesessen sind und gearbeitet haben. Und ich habe mich dann einmal bemüht, zum schauen, dass man wirklich die Heizung wieder einstellen kann. Ja, Karin Keller Sanitär. Ja, oder? Also, hat sie gut gemacht. Ja. Die hätten dich mit CS-Aktien führen können, nicht? Ja, wir haben nicht drauf angefangen. Im Podcast sagt Karin Keller Sutter übrigens auch, dass sich der Joe Biden alle Stunden updaten lassen hat. Also nicht, weil es ihn interessiert hätte. Er hat einfach schon wieder vergessen, was wir vorher erzählt haben. Mehr aktuelle Themen besprechen wir dann wie immer am Donnerstag im Podcast Comedy Männer, auch zum Schauen auf SRF 2. Das hier ist Late Night Switzerland und Sie sind The Beats. Ich habe die Woche im 20 Minuten gelesen, die Irina Beller kommt zu uns. Ja. Sie hat sich fast selber eingeladen, muss ich sagen. Ja, fast, ja. Du hast ihr ja ein WhatsApp gemacht, wie würdest du gerne in die Sendung kommen? Ja. Sag bitte den Leuten, was ihre Antwort war. Ihre Antwort war, ja, endlich kommt die Anfrage. Wir haben noch keine 5 Sendungen gemacht. Ja, sie ist natürlich der optimale Gast, weil es geht um Geld. Ja. Da kennt sie sich aus. Für dich ist es jetzt ein bisschen schwieriger, ein passendes Gastgeschenk zu finden. Ja, ich habe zuerst schon etwas zu essen gedacht, oder? Aber sie ist ja auf der ganzen Welt wahrscheinlich unterwegs, in den besten Restaurants oder kennt 3-Sterne-Küche und alles. Und dann habe ich gedacht, vielleicht finde ich etwas, was sie so wahrscheinlich noch nie gegessen hat, oder? Und bin dann im Internet fündig geworden. Das sind sicher Sachen, die sie so noch nie gegessen hat. Ziemlich sicher. Aber,
Aber ganz ehrlich, ist es günstig für ein Gastgeschenk für sie, oder? Und dann habe ich gedacht, muss ich mehr über sie erfahren, oder? Und bin mal auf ihr Instagram-Profil, das sieht so aus. Und wo ich dann das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, dieser armen Frau fehlt offenbar an Kleider. Ja. Die braucht dringend etwas anzulegen. Oder? Ja. Und zwar etwas, das nicht durchsichtig ist. Oder? Ja. Und dann habe ich mal gegoogelt, nicht durchsichtige Oberteile. Oder? Und dann kommt die Auswahl. Hä? Und jetzt habe ich das Dilemma von dieser Frau entdeckt. Oder? Weil sie wird wahrscheinlich auch Oberteile shoppen. Oder? Geht ins Google rein, gibt die nicht durchsichtige Oberteile. Und dann kommt das und dann greift sie dann halt auch zu. Oder? Das ist wahrscheinlich. Ich habe ihr also etwas gekauft zum Anlegen. Mhm. Was es ist, das sehen wir ein bisschen später. Da sind wir sehr gespannt. Wir wollen in der heutigen Sendung auch ein bisschen herausfinden, wie man zu Reichtum kommt. Und wo können wir das besser als an dem Ort, wo sich die Schönen, die Schöngemachten und die Reichen treffen. Ich bin heute am Whitehurst St. Moritz, um herauszufinden, wie ich reich werde. Und neben mir ist der Gemeindepräsident Christian J. Jenny. Christian, bist du reich? Sehe ich so aus? Nein, nicht wirklich. Eben. Ich suche einfach selber nach Reichen. I'm a rich bitch. A motherfucking rich bitch. Hoi, bist du reich? Nein. Nein. Schön wär's. Ich glaube, ich muss einfach in den VIP-Bereich rein. Ja, da muss ich dir jetzt leider sagen, das wird nicht funktionieren. Da kommst du ohne Pass- und Zugangsbescheinigung oder Akkreditierung auf keinen Fall rein. Also, das ist chancenlos, leider. VIP, da durch müssen wir. Kommt. Nein, nein, ich bin VIP. Hat geklappt. I'm a rich bitch. A motherfucking rich bitch. Ich weiss, du bist berühmt, aber bist du auch reich? Das ist privat. Also nicht. Mein Name ist Mirjam Milanski und ich will reich werden. Also, was muss man da machen? Immer mehr arbeiten als jeden anderen. Morgen um 6 Uhr bis am Abend um 7, 8, 9 Uhr. Arbeiten, arbeiten. Nein, wirklich, arbeiten. Wie bist du reich geworden? Durch Arbeit. Kann ich aber nicht empfehlen. Ist zu anstrengend. Oh, schau, ein lebendiger Pelz. Ist wichtig zum Ansehen der echten Pelz. Weil die Natur kann nicht verdauen, der Plastik. Sie haben Ihrem Hund einen Pelz für auf den Pelz gehabt? Ja, ja, wir haben den gleichen. Aber heute habe ich nicht den gleichen genommen, weil ich wollte nicht Maschi-Maschi machen. Ja, das verstand ich. Ich meine, wer hat gerne Maschi-Maschi, gell? Seht, das ist ein Wettrennen. Schneetöff versus die Rössli. Und auf diesen Schneetöff bist du bei uns hinten am Steueramt, gefolgt vom Bauamt und ganz vorne das Sozialamt. Am besten umgibst du dich mit reichen Leuten. Du hast schon einen richtigen Schritt angefangen. Lerne, wie sie reden, wie sie sich anziehen. Und irgendwann halten sie dich auch für reich und geben dir Geld. Glück gehabt von der Kinderstube oder von Hause aus. Also geerbt. Bei mir, genau, bei mir geerbt. Aber wir sind ja schon 30 Jahre zusammen. Ja, wäre ich auch 30 Jahre mit ihr zusammen, wenn sie geerbt hat. Habt ihr Lust, einen armen Comedian zu adoptieren? William Ricci, ich bin Milan, euer neuer Bruder. Was ist so dein Fazit, Christian? Mein Fazit ist, und das ist sehr beruhigend, dass die meisten, die bei uns auch bei Megadin Pelz tragen, immer noch vier Beine haben. Das ist genial. Milan Milanski, ja, dass wir ein reiches Land sind, das sieht man nicht nur am Whitehurst, sondern auch an diesen drei Schlagzeilen aus der letzten Woche. Hohe Unternehmenssteuern führen zu einem deutlichen Plus in der Rechnung 2023 des Kantons Baselstadt. 146 Millionen Franken Überschuss. Im Kanton Luzern sprudeln die Steuereinnahmen. Aargauer Staatsrechnung mit Plus statt Minus. Das sagt Finanzdirektor Markus Diet dazu. Kommen Sie. Ja, der zweite ist übrigens der Finanzminister vom Kanton Zug. Der hat sogar 1 Milliarde Überschuss. Allerdings noch vor der Spesenabrechnung. Aber nicht nur unseren Kantonen geht es super. Heute ist die Schweiz so reich, dass jeder achte Erwachsene Dollarmillionär ist. Gemäss dem durchschnittlichen Nettovermögen der Erwachsenen in der Schweiz sind wir das reichste Land der Welt. Im Durchschnitt besitzt jede erwachsene Person bei uns ein bisschen über 600'000 Franken. Niemand sonst auf der Welt ist es so sexy, ein Durchschnittstyp zu sein. Das bringt uns zur Frage,
Warum ist die Schweiz so reich? Keine Ahnung, Steuerhinterziehung und Nazi-Gold. Weiß man nicht so genau, ob wegen oder trotzdem Nazi-Gold. Aber tatsächlich hat unser Reichtum zu tun mit dem, wie heisst es? Man nennt das die blaue Banane. Genau, die blaue Banane. Tönt wie das beste Stück vom Vuja nach einem Abend an der Langstrasse. Ist aber etwas ganz anderes. Der Franzose Roger Brunet zeigt darin den wirtschaftlich erfolgreichen Raum auf, der sich von England über die Benelux-Länder, West- und Süddeutschland, die Schweiz bis nach Norditalien erstreckt. Spoiler Alert, es ist keine Fairtrade-Banane. Ja? Darum muss man auch ganz gut schauen, dass man die blaue Banane schützt, nicht, dass sich die umliegenden Länder noch aus Versehen mit Reichtum anstecken. Rauwala, 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 rauwala. Und fertig. Die blaue Banane sind über 1000 Jahre das Rückgrat von unserer Wirtschaftsregion und weltweit absolut einzigartig. Wir könnten also alle zusammen hier in Saus und Braus leben, wenn der Reichtum gerecht verteilt wäre. Etwa 80% der Leute haben weniger als 250'000 Franken Vermögen. Und dann ist der Anstieg doch sehr schnell und sehr steil. Zum Top 1% der Leute gehört man, wenn man als Person mehr als 2,5 Millionen Franken Vermögen hat. Ja, und auf diesem Blatt sind die Reichsten noch gar nicht eingezeichnet. Für die müssen wir das A4-Blatt erweitern, und zwar sehr, sehr weit erweitern. Der gut 600 Millionen schwere Tennisprofi Roger Federer, immerhin auf die Höhe des Basler Münsters. Und die Ems-Chefin und Nationalrätin Magdalena Martulo-Blocher mit ihren ungefähr 3 Milliarden Franken auf die Höhe des Eiffelturms. Die 2019 laut Bilanz reichsten Schweizer aber, die drei Söhne des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad, würden mit ihren je gut 18 Milliarden von der Höhe des Pilatus auf das A4-Blatt mit den restlichen 99% hinunterschauen. Boah, kommt schon Höhenangst über vom Zuschauen, oder? Wobei, gell, also, das war natürlich vor Corona. Dort hätten ja dann alle den Gürtel ein bisschen enger müssen schnallen. Superreiche scheinen immun zu sein gegen die Corona-Krise. Laut der Bilanz haben die 300 Reichsten während der Pandemie rund 5 Milliarden dazu verdient und besitzen nun mit über 706 Milliarden Schweizer Franken so viel wie noch nie. Okay, spätestens jetzt, wenn wir wirklich wissen, wie zur Hölle schafft man, dass es so reich zu werden. Vielleicht so? Wenn ich jeden Morgen der Erste auf der Baustelle bin und der Letzte, der von der Baustelle geht, dann bin ich eines Tages reich. Da hat er eine Chance, ja. Ja. Allerdings eine recht kleine, weil 63, von 63 Milliardärinnen und Milliardären, die laut Bilanz in unserem Land leben, hat nur gerade ein Viertel sein Geld erarbeitet. Drei Viertel vom Reichtum in der Schweiz ist geerbt. Das Einzige, was die geschafft haben, ist nicht vor den Eltern zu sterben. Gratuliere. Also, versteht mich nicht falsch, nichts gegen Erben. Also, wenn jemand mir sein Geld vererben will, jederzeit. Also... You dream, du. Nein. Okay, alles versucht. Das Vermögen der Familie Blocher ist in den letzten 10 Jahren von 2,5 auf 15 Milliarden angestiegen. Für ein rechtes Auto hat es allerdings immer noch nicht gelangt. Dabei, es wäre ja nicht so schwer. Heute einen Rappen, morgen einen Rappen, gibt eine schöne Zipfelkappe. Ja, ich muss nicht lachen. Also beim IKEA-Gründer Ingvar Kamprad hat es wunderbar funktioniert. Bei allen Jokes müssen wir natürlich auch fair sein. Superreiche helfen unserem Land auch sehr. Fast 8 Milliarden nimmt der Staat jährlich mit vermögensbezogenen Steuern ein. Also der Schweizer Staat, ja. Andere Staaten dafür etwas weniger. Viele Reiche haben Firmen, die Arbeitsplätze schaffen, und sie engagieren sich oft auch wohltätig. Wie zum Beispiel die Gigi Öri. Miterbin von der Roche-Dynastie. Sie hat einen hilfsbedürftigen Fußballclub gekauft. Und zum Dank hat sie ihren feuchten Traum verwirklichen. Legendär und von einigen Roche-Erben nicht gutiert, ihr Auftritt beim Gewinn des ersten Meistertitels 2002. Spider-Woman! Gigi Öri hat ihre Wette eingelöst und badet mit der Mannschaft. Haben die anderen Roche-Erben jetzt nicht so sexy gefunden, die Bilder? Die meisten Superreichen, die sind nämlich sehr diskret unterwegs. Eine Stufe drunter zeigt man aber gern, was man hat. Wenn ich ins Gartencenter mit dem Rolls-Royce gegangen ist das mir auch egal. Ich mache es einfach. Das heisst, dir ist es gleich, was andere von dir denken. Ja, hört man es in der Musik auch ein bisschen an, finde ich. Nicht gleich sein kann uns aber das da. Daten zeigen, allein die reichsten 10% der Deutschen verbrauchen extrem hohe Mengen an Treibhausgasen. 257 Millionen Tonnen in einem Jahr.
Das ist mehr als die gesamte ärmere Hälfte mit 237 Millionen Tonnen. Ja, und das sind die Lärmemissionen vom DJ Antoine noch nicht mitgerechnet. Natürlich gibt es auch verantwortungsbewusste Reiche, wie der Herr da, der interviewt wird, bevor er in den Privatjet steigt. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad. Und ich bin auch mit dem Fahrrad jetzt zum Flugplatz gefahren. Ja gut, Moment. Also, nein. Wir müssen fair sein. Wir müssen wirklich fair sein. Auch mit so Leuten. Weil das Velo und der Privatjet sind auch die einzigen Verkehrsmittel, die in Deutschland noch funktionieren, oder? Und die ganz schlauen Rich Kids, die können eben rechnen. Es gibt ja auch Leute, die fahren nicht in Urlaub, ne? Die sparen ja dann für mich ein. Blöder Wichser. Hey. Ja, viele gehen nicht in die Ferien, weil sie sich schlicht nicht leisten können. Laut Bundesamt für Statistik sind rund 750'000 Menschen in der Schweiz von Armut betroffen. Jedes fünfte Kind in unserem Land gilt als arm. Das Thema ist jetzt allerdings wirklich zu wichtig, um es in ein paar Sätze abzuhandeln. Da müssen wir uns dann mal mehr Zeit nehmen. Und man darf auch nicht vergessen, auch die reichen Menschen haben im Alltag ihre Sorgen. In diesem Haus in Zürich trifft der Reichtum zwei Menschen besonders hart. James Regensburger ist millionenfacher Erbe. Ein derart gut betuchtes Leben stellt sowohl für das millionenschwere Einzelkind als auch für seine Partnerin Cassandra eine nie dagewesene Belastung dar. Gut, also habe ich mir ausgesucht, wie viel Cash meine Eltern haben? Nein, Schatz, hast du nicht. Das Erbe auszuschlagen sei für ihren Schatz zwar nie in Frage gekommen. Trotzdem sei die Situation nicht einfach. Andere schauen im Kleiderschrank und wissen sofort, was anziehen. Aber die haben nicht annähernd eine Ahnung, wie das ist, wenn man so eine grosse Selection hat. Entschuldigung, kann ich kurz eine Pause machen? Ja, oder das Problem mit der grossen Auswahl stellen wir natürlich auch fest bei unseren Liegenschaften. Ja. Letztens schreibe ich ihr «Komm heim». Sie meint, das Anwesen steht. Ich meine aber die Villa in St. Moritz. Dann haben wir uns verpasst. Oder? Und im Endeffekt erst wieder gesehen, was wir mit dem Helikopter endlich runtergeflogen haben. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Szenenwechsel in den Dorfkern ihres Hauptwohnsitzes. Wenn Herr und Frau Regensburger von einem Fahrer, dem das Paar einen Zweitjob ermöglicht, zur lokalen Bäckerei chauffiert werden, bedeutet das für den von Tradition geprägten Familienbetrieb in der Regel nur eines, nämlich, dass die Kasse klingelt. Grüezi miteinander. Sind Sie beliebt im Dorf? Ich nehme es irgendwie nicht so wahr, nein. Gipfeli. Und wie viel hätten Sie gern? Einfach alle, die Sie haben. Gott. Ich weiß auch nicht, warum. Zurück im Wohnzimmer der Regensburgers. Dass das Paar im sozialen Umfeld nur schwer Anschluss findet, beschäftigt James und Cassandra bis heute jeden Tag. Auch wir sind einfach nur normale Menschen. Ich fühle, es ist einfach auch unfair. Ja, das ist sicher einmal unverhältnismäßig. Gut, wir haben. Ah, super, merci. Ich finde euch eigentlich auch noch wirklich nicht. Also. Ja, komm, es wäre der Moment, wo du wieder die Schnur heben kannst. Wer macht zahlt für den Scheiß, oder was? Jetzt Cash. Und wenn man sagt, wir reden über Reichtum und Erbe, dann kann es eigentlich nur eine geben, die wunderbare Auskunft hatte, zu dem bitte begrüßen. Society Lady Tirina Beller! Hallo, willkommen, bitte in den Platz. Irina! Ja. Willkommen in der Show. Ja, danke für die Einladung. Sehr gern, sehr gern. Das war mutig. Ja, vielleicht bereue ich sie zwei Minuten, aber wir werden es. Wie bist du da hergekommen? Wie reisest du? Hast du einen Chauffeur? Mit der Dolderbahn und dann zu Fuß. Das ist enttäuschend. Ich habe bequeme Schuhe. Also, ja, wieso? Keine High Heels? Ich habe genommen, aber habe vergessen. Sie liegen in der Tasche. Ach so, und du hast niemanden, der dich holen kann? Hast du keine Bedienstete? Mein Freund ist beschäftigt. Ja, er war. Wir haben heute das Thema Reichtum. Wie wird man reich? Was ist, du hast ein Buch geschrieben, unter anderem «Hello, Mr. Rich». Wie wird man denn jetzt reich? Was ist dein bester Tipp? Wenn man Mr. Rich heiratet. Ja.
Das ist eine Möglichkeit. Hilft mir persönlich jetzt nicht mega fest weiter? Naja, je nachdem, wie flexibel man ist. Wie oft hast du im Leben müssen flexibel sein, um an Geld anzukommen? Ich bin allgemein flexibel. Flexibilität ist das Wichtigste im Leben. Uhu. Und wieso willst du mir ein Angebot machen? Ja, also bei mir gibt's bei mir gibt es erstaunlich wenig zu holen. Sagen alle so. Sag jetzt mal von alle. Wenn alle sagen, ist es am meisten zum Holen. Haben sie mehr, wenn sie dich kennenlernen oder wenn du sie verloren hast? Unterschiedlich. In der Tendenz weniger wahrscheinlich, oder? Unterschiedlich. Okay, gut. Ja, also, wir müssen auch fair sein, oder? Ich habe natürlich in deinem Umfeld auch ein bisschen recherchiert. Du hast viel von deinem Geld im Bett verdient. Also, jetzt nicht, Moment, nicht falsch verstehen. Du hast ja, warum? Es ist so. Okay, gut. Ich wollte nett sein. Horizontal. Im Schlaf. Im Schlaf verdiene ich mein Geld, weil ich habe Geschäfte von meinem Mann übernommen und er hat das gesagt, er verdient sein Geld im Bett im Schlaf und er ist ein Melker, während der Mieter sein auch ein Job, den du von ihm übernommen hast, oder? Ja, sozusagen. Gut. Wir lassen das alles so stehen, aber was ich eigentlich darauf raus haben wollen, ist, du machst deine Börsengeschäfte ja im Bett, schau dir mal. Auch. Und hier hat Irina Bella jederzeit die Börse im Blick. Man kann an einem Tag verdoppeln oder dann alles verlieren, aber ich bin ziemlich risikofreudig in solche Sachen. Aber ich habe gute Nase. Wie viel Geld hast du gewonnen an der Börse? Oder, also gewonnen, es ist ja ein Casino eigentlich, oder? Das weißt du, das ist doch buchwert. Hauptsache ist Gewinn mehr als Verlust. Das macht es Sinn. Es hilft auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist schon so. Ich habe auch viel verloren. Tatsächlich? Ja. CS, UBS? Nein, dort CS gewonnen, UBS ausgeglichen und es ist Hauptsache, man muss immer dabei sein, das ist das Wichtigste. Was ist das Wichtigste an der Börse? Gute Nase und, und Trend folgen. Ja, zum Beispiel jetzt ist gut, Metalle, diese Kriegstreiber, Rheinmetall oder sowas. Immer trendig sein. Also da profitiert man ja, oder wenn es der Welt schlecht geht, wenn man richtig anlegt, kann man ist immer so, oder? Ja. Oder, ja. Ist aber auch ein bisschen unmoralisch. Da bist man du flexibel. Kann danach mit Geld was Gutes machen. Ich habe zum Beispiel neulich Schweizer Autobahnen unterstützt. 42. Ja. Also mit einer Bus, oder? Also ja. Ich mache das so. Ja. $42.000. So, 3.500 pro Jahr. Ja. Also, was, du hast die Autobahn unterstützt mit 42'000 Franken. Was hast du gemacht? Ein bisschen schnell gefahren, aber... Aber nur wenig. Aber nur wenig, ja. Ja. Gut, du hast ja noch andere Einnahmequellen. So berechnet Irina Bella bestimmte Sexpraktiken mit Schmuck im Wert von 20.000 Euro. Für normalen Sex muss mindestens ein Boutique-Besuch rausspringen. Wir fragen uns, ist das nicht einfach nur eine Form von Prostitution? Ich finde, jede Frau ist eine Prostituierte. Du siehst Begeisterung im Publikum, oder? Naja, ich meine, was ist eigentlich schlecht an Prostituierten? Also am Beruf selber nicht, nein? Ja? Ich meine, ich sehe das so... Also siehst du dich als Feministin, merke ich gerade. Ich denke, jeder muss sich irgendwie mal... Für mich ist Prostituierte, wenn man muss irgendwie was reinschlucken und... Ich glaube, es ist im Job geschrieben drin. Ja, also... Habe ich das Gefühl, aber hast nie genau durchgelesen. Ne? Also ich meine, naja. Und es heißt, jeder muss sich irgendwie biegen und biegen im Leben. Und, auch das steht, glaube ich, im Job nicht drin. Ja. Naja, und ich bin da keine Ausnahme, aber am besten macht man Hobby zum Beruf. Es gibt... Es gibt wenige Momente, wo ich nicht weiss, was ich sage, aber es ist, ich habe fast vermutet, dass es bei dir das erste Mal wird, so weit kommen wird. Du hast auch geerbt, oder? Das ist ja unser Thema heute. Nein. Geerbt haben die anderen zwei. Wir haben jetzt, aber ich habe das verdient, 23 Jahre. Also das war ein Job für dich? Die, ich könnte auch bei Scheidung das Gleiche bekommen. Ja. Ja, wir haben keinen Ehevertrag und 23 Jahre zusammen gewesen. Okay, jetzt hast du aber einen neuen Partner. Selbstmade-Millionärin. Ja, jetzt hast du einen neuen Partner.
Ist dort eine Hochzeit das Thema? Das ist das Problem, wenn man beide ein bisschen was besitzt. Man ist dann, wir haben eine tiefe Verbindung zusammen. Wir sind mehr verbunden als je. Wir haben jetzt ein Baby zusammen, seit Dezember. Gemeinsames Immobilien in Zürich. Und das verbindet extrem stark. Ja. Und wir gehen slowly. Zuerst Immobilien kaufen und dann vielleicht heiraten. Aber das ist sehr kompliziert. Ja. Weil, falls etwas schief läuft, niemand will was verlieren. Natürlich. Und besonders, dass man was zu verlieren hat. Eben. Und da hast du ja im Interview mit G&G, mit dem neuen Partner zusammen, auf die Frage, wer von euch will dringender heiraten, Folgendes gesagt. Wieso sagst du ich? Ja, weil du ich muss dich nicht heiraten. Für mich ist ein Geschäft, die nichts mir Gutes macht. Verstehst du? Weil ich habe mehr Vermögen als du. Eine gute Geschäftsfrau, oder? So, so weit hast du schon überlegt. Aber es geht nicht um Reich, es geht auch um wie großzügig ein Mann ist. Das ist jetzt linke Hand, alles von Thomas. Aha, und wer hat die Recht gesponsert? Walter. Ach so, du trägst noch beide mit dir, sozusagen. Okay, kann man machen. Du hast auch mal gesagt, Männer sind ja sowieso alle gleich, also warum nicht der Reichste heiraten? Ja, und vor allem, ich bin sehr konservativ und mein Geschmack ist sehr konservativ. Und sapiosexuell bin ich auch dazu. Und das heißt, ich stehe auf intelligente Männer. Und das sind alle selbstgemachte Millionäre, weil die sind alle so klug. Thomas ist so klug, er trägt Brille. Und wenn er ja, das ist ein Indiz, oder? Genau. Und wenn er etwas so sagt mit Brille, er sieht einfach extrem intelligent aus. Aber dann lässt dich ja schon ein bisschen vom Optischen leiten, oder? Du hast einmal gesagt, tief im Inneren bin ich sehr oberflächlich. Ich versuche, was Klügeres zu sagen oder was Lustiges oder so. Und manchmal gelingt es nicht. Du, das kann ich bestens. Also das. Das ist in meinem Job beschrieben. Ja, das ist tatsächlich so. Und du hast das Geheimnis für eine funktionierende Ehe. Das ist der Erfolg jede glückliche Ehe. Frau ist immer vorne und spricht, ja. Und Mann hinten und schweigt. Ja, das. Ah, da schaut, da klatscht. Das ist. Hast du die Frau jetzt gerade gesehen, klatschen? Viel Spaß auf dem Heimweg dann mit dem Mann. Das musst du noch mal erklären, wieso hast du den geklatscht? Ja. Aber es liegt daran, dass Männer einfach nicht was einfällt. Weil ich sage immer, zu spät, Walter, oder meine Freundin. Ja, einfach der, der gerade zahlt, ja. Im Moment, ja. Sag doch, wieso schweigst du immer? Und sie sagen nichts. Und dann, ich fühle die Lücke und am Ende heisst, ich spreche zu viel. Ja, das ist natürlich sehr lieb von dir auch, dass du dann die Ruhe, ja, füllst. Es gibt da auch noch eine Lücke, die man füllen, und zwar die neben Michael auf dem Sofa. Er hat ein Gastgeschenk für dich. Jetzt kriege ich es. Ja, du bist ja nur wegen dem gekommen, ich weiss es, oder? Bitte schön, ich darf dich zu ihm rüber bitten. Irina, schön bist du da. Ja, ich bin leider arm, aber du kannst mich schon mal. Setz dich nur zu mir. Schau mal, du hast ja alles. Du bist jetzt schon hinter, du hast ja alles, oder? Nein. Doch. Nein. Und wir haben gedacht, wir machen dir etwas, das man nicht kaufen kann. Und zwar ist das Buch hier, Irina Beller zum anständig Anziehen. Ich habe das mal in die Kamera, dann sehen wir es hier. Das sind so Kleider. Aber wieso bin ich nicht anständig angezogen? Ja, in der Regel schon. Er hat mich so Mühe gegeben, ja, heute. Ja, und da kannst du nachher dann die Kleidchen rausdrucken und dir dann selber anlegen mit über zwei. Aber wieso so komische Farben? Es hat verschiedene Farben drin. Also weißt, ich kann es mal aufmachen. Schau, und welche Marke? Farben. Wo steht das Markenartikel? Nie kann man es machen. Die Lösung ist die, mit über 200 modischen Kombinationen, die Irina Beller so nie tragen würde. Es keine andere bekommt gleiche Kleider, nur ich, ja? Genau, nur, ja, du, für, okay, dich gemacht, speziell. Weil ich möchte exklusiv sein. Du bist absolut. Nicht, was jede andere. Du bist maximal exklusiv. Hier. Na gut. Großer Applaus, unser Gast, Irina Beller! Und das ist schon wieder von Lennart Switzerland für diese Woche. Jetzt Tagesschau Nacht mit Michael Rufenstein und alle Informationen zu den russischen Wahlen. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Bis dann, gute Nacht miteinander.
Schon fertig. Late Night Switzerland ist präsentiert worden von Emmy Yogo Pur. Von beiden kannst du nicht genug bekommen.